Hi Leute, ihr seid wieder dabei bei den Hunger Games Nummer 4. Wir sind wieder in, ja, in dieser, an dieser Map, aber diesmal sind mehr Leute dabei. Dabei habe ich extra, also da habe ich extra drauf geachtet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute sind dabei und deswegen erhoffe ich mir ein bisschen mehr Spaß als das letzte Mal. Ich hatte aber auch meinen Spaß, ich persönlich, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, das hatte vermutlich nichts jeder sonst. So, und davon ist eine Chest, eine Kiste. Und ich hoffe, wir sind die Einzigen, die sich darauf fixieren. Ansonsten nehme ich auch die Kiste hier gerne in Kauf, die sehe ich gerade. Ach komm, geh weg hier. Muss doch jetzt nicht sein. Wieso treffe ich die Leute nie? Ich habe irgendwie Probleme damit. Alles gut rausnehmen. So, eins und zwei. So, wo sind wir hier? Hier sind wir dran. Der Typ soll mal weg. Was soll das? Der kann mich doch nicht so gut treffen. Ach, jetzt sind wir gleich wieder raus. Schön hier rumbewegen, dass ich schön wieder an Hunger gewinne. An Leben gewinne. An Hunger verliere ich ja nun. Ist ja ein ständiges Verlustgeschäft. Immer schön aufpassen, die Augen aufhalten. Oh, da ist jemand, den kann ich nicht leiden. Lustig, ob das beabsichtigt ist, dass man hier rüberkommt oder nicht oder doch. Würde mich mal so interessieren. Ich meine, wir haben relativ genug Sachen. Oh, wie schön. Ist nur die Frage, wie ich darüber komme. Hab ich da schon geguckt? Ja, ne? Das war doch die leere Truhe. Ah, nee, cool. Das ist natürlich useful, nutzvoll. Weil ich hier jetzt auch gerade so ziemlich genau das bekomme, was ich noch brauche. Denn das hier ist jetzt ein ziemlich gutes Plätzchen, um ja, mal die Sau rauszulassen. Wo sind denn da Leute? Ja, komm, dann traue ich mich mal wieder zurück. Wir haben ja auch wieder volles Leben. Das behalten wir uns mal so als kleines Geheimplätzchen hier. Ist sicher wirklich relativ praktisch. Da hinten ist jemand. Ich habe getroffen, er nicht. Wieso treffe ich nicht? Wieso ergeben sich bei mir immer nur so bescheuerte Sachen? Habe ich ein schlechtes Internet oder ist meine Maus so kacke? Ich treffe die irgendwie so schlecht immer. Das ärgert mich ziemlich, weil ich dadurch teilweise leider ein bisschen eingeschränkt bin. Das ist aber auch nur mit Fraps, ja? Das ist also insofern ein, oh, sagen wir mal, interessantes Phänomen. Klingt gut. Interessantes Phänomen klingt gut. Klingt so spannend irgendwie. Ach, guck mal. Sieh mal einer an. Hier können wir auch hoch. Oh, wenn da wirklich noch niemand dran war. Ach, Helm. Ja, wunderbar. Schön. So. Das hat uns nämlich gerade noch gefehlt. Nee, hat uns aber echt noch gefehlt. Ja, so gut sind wir auch nicht. Ach, die Kerle durchschauen uns zu leicht. Wieder mal verziehen und hierhin campen sozusagen, wie es die ja die COD-Leute sagen würden, vermute ich mal, dass die sowas sagen würden, was gemein ist. Es gibt oder man hat nicht die Möglichkeit, Crafting Table zu bauen, deswegen erhoffe ich eigentlich immer persönlich, dass ich hier einen finde. Aber irgendwie ist da meine Hoffnung scheinbar, ist es Quatsch, dass ich das hoffe, weil ich scheinbar bisher, also bisher habe ich noch keinen gefunden. Ist auch richtig interessant hier, wie ich hier hochkomme. Ach, da fu, wieso sind die immer so gut im
im Ziel. Das liegt daran, dass die nicht so ein verkacktes Internet haben. Ich habe eigentlich kein verkacktes Internet. Das ist ja das Interessante. Was ist das denn? Ja, das ist. Also entweder ist es tatsächlich das verkackte Internet oder es ist wieder mal so ein Fehler. Die passieren nämlich hier auch ständig. Ich will nicht meine Niederlagen jetzt darauf schieben, aber ich verstehe nicht, ich hatte ja noch gar nicht verloren. Also jetzt gerade bin ich hier bin ich mehr oder weniger unsichtbar, also ich kann das Ganze jetzt verlassen. Bin ich nicht mehr dabei. Ist ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe nichts gemerkt, überhaupt nichts gemerkt, dass ich da in irgendeiner Form was nicht beachtet habe. Aber vielleicht das nächste Mal. Leute, haut rein. Ich hab euch lieb.